hinaus in eine Sache. Wie ihr alle wisst, haben wir auch mittwochs eine Demonstration. Und zwar geht es darum, dass seit Anfang des Jahres im St. Josephs Krankenhaus die Mitarbeiter, die nicht bereit waren, sich impfen zu lassen, Hausverbot erteilt bekommen haben und sie sind unbezahlt freigestellt worden. Da gehen wir jeden Mittwoch dafür auf die Straße, um die Kollegen zu unterstützen. Ich vermeide hier ganz absichtlich das Wort Solidarität, weil Solidarität ist ja Impfen. Impfen ist Solidarität. Und deshalb habe ich persönlich das Wort aus meiner Botschaft gestrichen. Und zwar war es folgendes, letzte Woche, oder seit zwei, drei Wochen, sind es einige Kommunalpolitiker aus einer bestimmten Partei, die machen sich ja diese linksradikale Staatsfeinde zunutze, weil sie zu feige sind, offen sich zu artikulieren. Also verstecken sie sich hinter linksradikale Subjekte, um gegen uns vorzugehen. Das heißt, wir werden andauernd als Nazis beschimpft. Und dazu muss ich noch was sagen. Bei uns im Orga-Team ist eine Kollegin, sie ist jüdischen Glaubens. Sie ist israelische Staatsbürger oder Bürgerin, jetzt wollen wir korrekt sein. Wenn solche Idioten ankommen und uns als Nazis beschimpfen, was ist das? Das ist eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Und letzte Woche habe ich vier solche Verharmloser angezeigt. Aber was kommt aus Seiten von diesen Kommunalpolitikern? Sie machen sich darüber lustig. Das heißt, sie machen sich lustig und sagen mir, ich habe nur das Hobby. Klar, ich habe ein Hobby. Ich werde jeden einzelnen Verharmloser anzeigen. Und das machen wir ab jetzt jedes Mal. Und jedes Mal sich irgendjemand auf dem Weg steht oder uns versperrt, den Weg versperrt oder uns als Nazis beschimpft, der wird angezeigt, weil das eine Verharmlosung des Nationalsozialismus ist. Und wir sind keine Verharmloser, wir heißen sowas auch nicht gut. Wenn es die Herrschaften von der Grünen das gut heißen, dann hat er was zu sagen. Also muss der Heidelberg sich Gedanken machen, ob solche Idioten auch in einem Stadtrat gewählt werden sollten. Ja.